Hey ihr Lieben, ich probiere jetzt mal was mehr oder weniger Verrücktes aus. Und zwar mache ich ein Schlafexperiment. Es gibt den monophasischen Schlaf, das ist das, was man so normal macht, also 6 bis 8 Stunden ungefähr pro Nacht schlafen und den ganzen Tag dann wach sein. Der polyphasische Schlaf heißt, den Schlaf auf verschiedenen Zeitpunkten des Tages aufzuteilen. Zum Beispiel gibt es die Huberman-Methode. Das ist dann 6 Mal am Tag 20 Minuten schlafen. Es gibt verschiedene Methoden, die Zeit aufzuteilen, die Schlafenszeit und die Wachzeit. Die werde ich euch noch erläutern. Mir hat eine Methode besonders gut gefallen und die, ja, in der tut man dreimal am Tag, beziehungsweise Tag und Nacht innerhalb von 24 Stunden, dreimal 1,5 Stunden schlafen. Und ich bin jetzt gerade total müde. Ich habe heute gearbeitet bis, also heute ist Samstagabend, ich habe gearbeitet bis 20 Uhr. Jetzt ist kurz nach 23 Uhr, ich bin total müde. Ich sitze schon seit 1,5 Stunden da und bin schon so in dem Zustand. Und jetzt habe ich beschlossen, ich lege mich ins Bett. Aber ich möchte das jetzt ausprobieren, das heißt, ich werde jetzt 1,5 Stunden schlafen. Versuche dann aufzustehen. Ich bin mal gespannt, wie das klappt, weil ich ein Mensch bin, der sehr schwer aus dem Bett kommt, also vor allem nachts und auch frühs bleibe ich oft sehr, also bleib frühs halt oft sehr lange liegen, viel länger als ich es eigentlich sollte. Und finde dann keine Motivation aufzustehen. Ich gucke mal, ob sich da jetzt was ändert, ob ich wacher bin, weil ich auch generell ein Mensch bin, der eher müde ist und auch um die Mittagszeit einfach einen Schlaf braucht. Ich mache sehr, sehr oft Mittagsschlaf. Ohne Mittagsschlaf fühle ich mich irgendwie nur so halb vollständig. Und also Mittagstief überwinden ist bei mir mal ganz schwer. Also wie gesagt, ich bin es eigentlich schon gewöhnt, Mittagsschlaf zu machen. Von daher ist es zum Teil sogar schon polyphasischer Schlaf. Ja, also ich werde jetzt 1,5 Stunden schlafen und dann gucke ich mal, wie lange ich wach sein werde. Aber ich habe vor, noch in der Nacht nochmal das zweite Mal zu schlafen. Am besten, bevor dann die Sonne aufgeht. Also irgendwann, ich sag mal so zwischen 4:30 und 5:30 habe ich vor, mich hinzulegen, dass ich dann, wenn die Sonne aufgeht, auch wach werde, weil die Vögel zwitschern dann, die Sonne geht auf und ich glaube, da ist der Schlaf dann allgemein nochmal leichter. Und das Tagsüberschlafen wird nochmal interessant werden, weil ich tagsüber die Autos höre und ich habe Oropax, die in meinen Ohren irgendwie jucken und brennen und ja, da muss ich mir dann noch was überlegen. Aber ich bin einfach mal gespannt, wie es klappt und halt euch dann auf dem Laufenden. Werde hier quasi so ein Videotagebuch erstmal führen. Ja, das Ganze habe ich auch durch YouTube entdeckt, wie so vieles, das ich in mein Leben integriert habe oder das, ja, das ich einfach gut fand, interessant fand und ausprobiert habe. Ich bin ja ein Mensch, bevor ich über was urteile, möchte ich es einfach selber mal ausprobiert haben. Anders kann man sich gar kein Urteil bilden und ja, also ich kenne das von einer. Ich weiß gerade leider nicht ihren Namen, aber sie heißt Pflanzenpower auf YouTube. Kann ich euch auch empfehlen, verlinke ich euch auch nochmal unten in der Infobox. Und die macht auch super Videos über verschiedene Themen und hat eben interessante Projekte. Ja, schau doch da mal vorbei. So, ich lege mich jetzt erstmal 1,5 Stunden schlafen und ich glaube, ich werde sofort einschlafen. Ich bin gerade so müde. Bin übrigens jemand, der eher länger braucht zum Einschlafen. Deswegen muss ich mal gucken, wie lange ich dann immer noch dazu einplane. Also ob ich jetzt 10 Minuten vorher mich hinlege, bevor diese 1,5 Stunden quasi anfangen. Also halt dann 1 Stunde 45 Minuten. Ich kann schon nicht mehr rechnen. 1 Stunde 40 Minuten. Ja, dann bis später. Wahrscheinlich, ich vermute mal, dass die Nacht erstmal schwer wird und weil man es nicht gewöhnt ist, in der Nacht aufzubleiben, dass sich einfach diese Nachtzeit so ziehen wird. Ja, wir werden sehen. Bis dann. Guten Morgen. So sehe ich aus, wenn ich gerade aus dem Bett komme. Also ich muss ein bisschen schmunzeln über diese Nacht. Ich hatte ein bisschen Einschlafprobleme, weil mein Nachbar rumgepoltert hat. Dann habe ich den Wecker immer wieder quasi verschoben. Also ich hatte ihn gestellt gehabt, dass ich so 1 Stunde 40 Minuten habe, dass ich auf jeden Fall die 1,5 Stunden habe und ein paar Minuten halt einkalkuliert zum Einschlafen. Und dann konnte ich nicht schlafen, weil er rumgepoltert hat. Und da habe ich den Wecker halt immer wieder nach hinten verschoben. Zwischen 23:30 Uhr und 0 Uhr bin ich, glaube ich, ins Bett. Und dann habe ich es halt immer wieder von da aus verschoben. Hab dann halt auch ein paar Mal gegen die Wand geklopft, weil ich das Gefühl hatte, dass der gar nicht weiß, dass ich den gerade hören kann.
Und dann war ich schon ein bisschen genervt beim Einschlafen und dachte mir, toll, jetzt habe ich nur 1,5 Stunden und dann wird die mir quasi noch geraubt. Aber nachdem ich dann das zweite Mal geklopft hat, hat er es wohl gemerkt und war leise. Ich habe mir dann den Wecker wieder so gestellt, dass ich 1 Stunde 40 Minuten habe. Und dann habe ich geschlafen. Aber ich bin dann nächstes Mal aufgewacht vom Wecker, das war das Problem. Ich bin dann heute früh aufgewacht, mach die Augen auf, hab halt beim Roller so einen Schlitz aufgelassen und denke mir, hä, warum ist es jetzt hell? Ich habe doch für heute Nacht den Wecker gestellt. Und gucke ich auf die Uhr, 7.50 Uhr, so, hä? Es hat doch heute Nacht gar kein Wecker geklingelt, Wecker ist aber gestellt. Okay, also anscheinend habe ich so tief und fest geschlafen, dass ich den Wecker im Schlaf ausgemacht habe. Oder früher in der Schule habe ich auch auf den Wecker nicht gehört, aber da bin ich auch immer viel zu spät ins Bett gegangen. Ich fand es halt interessant, dass ich kann mich einfach nicht daran erinnern, den Wecker ausgemacht zu haben. Also entweder war ich da kurz wach und habe das völlig vergessen, also wie so ein Blackout oder als wäre ich ohnmächtig gewesen oder so, aber ich habe halt keinen Wecker gehört. Und dafür wundert es mich sehr stark, dass ich früh um 7.15 Uhr aufwache an einem Sonntagmorgen, wobei ich sonst immer bis 10, 11 schlafe, also quasi egal wann ich ins Bett gehe, ich schlafe immer bis mindestens 9:30 Uhr. Und jetzt bin ich um 7.15 Uhr wach und denke, what the fuck? Und ich muss sagen, ich bin verhältnismäßig wach. Ich bin jetzt um 7.15 Uhr aufgewacht, dann habe ich überlegt, soll ich weiter schlafen? Nein, jetzt habe ich schon gewonnene Zeit, jetzt stehe ich auch auf, wenn ich schon das heute Nacht nicht geschafft habe. Ja, und dann bin ich jetzt liegen geblieben bis 8 Uhr, einfach weil ich mir dachte, ach, ich muss jetzt erstmal mein System hochfahren, ich brauche halt einfach ein bisschen, bis ich wach werde, ich wollte einfach gemütlich in den Tag reinkommen und ja, es war jetzt echt schön, einfach ein bisschen noch liegen zu bleiben, aber ich musste auch, ja, also ich habe halt auch versucht, nicht einzuschlafen, ich habe das jetzt nicht zugelassen, dass ich nochmal einschlafe. Ja, ich werde heute Mittag dann nochmal wahrscheinlich ein Schläfchen machen. Ob das dann 20 Minuten ist oder 1,5 Stunden, weiß ich noch nicht. Wegen nächster Nacht bin ich mir noch sehr unsicher, weil ich halt am Montag dann Schule habe. Ob ich jetzt wirklich das neue System ausprobieren möchte und es riskiere, dass ich müde bin. Oder ob ich es wie gewohnt mache, dass ich eben meine Stunden schlafe. Und ja, werde ich dann heute Abend mal sehen. Also jetzt bin ich gerade wirklich wach, also verhältnismäßig. Ich war schon lange nicht mehr so wach. Also bisher schon mal positiv, auch wenn es nicht so geklappt hat wie gewollt. Aber ich ärgere mich da jetzt nicht drüber oder mache mir jetzt Vorwürfe, das bringt eh nichts. Ich finde es eigentlich eher gerade witzig und faszinierend. Ja, ich werde jetzt meinen Tag nutzen, die Zeit, die ich jetzt gewonnen habe quasi. Und werde mich heute Mittag nochmal hinlegen. Bis denn. Es ist gerade 2 Uhr mittags, ich habe gerade noch die 1,5 Stunden geschlafen. Es war anfangs ein bisschen schwierig einzuschlafen, weil draußen Autos fahren und da so ein Vogel die ganze Zeit zwitschert und da haben Kinder rumgeschrien. Aber es ging trotzdem eigentlich ziemlich schnell und ich habe auch richtig tief geschlafen. Also es tat richtig gut, ich fühle mich total erholt. Also bisher ist es ganz gut, ich bin mal gespannt, wie es weitergeht. Allerdings schaffe ich es nicht direkt beim ersten Klingeln aufzustehen. Also ich bin auch jetzt wieder ein paar Minuten liegen geblieben, aber trotzdem auch kürzer als sonst. Und jetzt habe ich erstmal riesig Hunger und brauche erstmal was zu essen. Und ich glaube, ich werde heute Abend nochmal 1,5 Stunden schlafen und dann heute Nacht nochmal 1,5 Stunden schlafen. Also es kommt darauf an, wie müde ich sein werde. Bisher bin ich ziemlich wach. Aber ich denke, ich werde es jetzt erstmal weiter probieren.